Na, sind Sie auch noch müde vom vielen Feiern? Das vergangene Wochenende war ja gespickt mit Volksfesten und Veranstaltungen in fast allen Orten unseres Sendegebietes. Da wird so mancher froh sein, wieder einmal die Beine hochlegen zu können. Ich begrüße Sie hiermit bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Megional am Montag, den 22. August. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Hallo, guten Abend und Glück auf! Mit einem Fest wollen wir gleich beginnen. Die Gonauer haben ja ihr Schul- und Heimatfest gefeiert. Das vergangene Wochenende lockte so jede Menge Besucher in den Ort. Auch wir wurden eingeladen und haben uns bei den Festlichkeiten etwas umgeschaut. Gonau Standkopf. Am vergangenen Wochenende wurde das Schul- und Heimatfest zu Ende gebracht. Mit zahlreichen Höhepunkten wurde die Festwoche begangen. Am vergangenen Samstag fand das große Klassentreffen statt. Bei diesem sind rund 800 ehemalige Schüler der Gonauer Schule, die 120-jähriges Bestehen feierte, zusammengekommen, um auf alte Zeiten zurückzublicken. Zentraler Treffpunkt war zwar das Festzelt am Sportplatz, aber mit dem Erzgebirgsbahnel ließen sich viele in die heutige Grundschule fahren, um sich in ihrer ehemaligen Schule umzusehen. Der Eindruck kam gut an, aber immer wieder waren Geschichten von früher zu hören. Man erinnerte sich gern an alte Zeiten. Das war also was richtig Gutes für Sie. Wie war denn die Schulzeit? Wir haben es genossen. So und auch so. Die Erinnerung, kann man die heute schön austauschen bei so einem Klassentreffen? Ja, durch jeden Fall. Sehr gut. An diese wurde auch zum großen Festumzug am Sonntag erinnert. Da gibt es ja schon erste Reparaturen und der Umzug ist noch gar nicht losgegangen. Das ist einfach hier mit der alten Technik. Ja. Das wäre das neueste Modell. Aha. Die hat schon so lange überlebt. Ja, genau, richtig. Und wir fahren mit dem Framo. Wir sind im Hochzeitszug mit drin. Hunderte Zuschauer säumten die Straßenränder, um die vielen Bilder des Umzuges zu sehen. Lächeln! Ernst gucken! Festgeklebt, ich geh nicht weg. Zusammengestellt hatte diesen Madeleine Brünnel, die selbst mit dabei war. Nach der Geschichte des Ortes, die ganzen Vereine sind dabei. Wir haben den Umzug diesmal ein bisschen anders zusammengestellt, also nicht von der Geschichte von ganz vorne bis in die Neuzeit, sondern haben die Bilder thematisch gestaffelt nach Entwicklung Schulwesen, Entwicklung Feuerwehr und beginnen natürlich mit den schönen Sachen und haben immer das Kleidung des Jahrhunderts mit reingenommen. Gerade sagen, weil die Kleidung hat nichts mit Schulwesen zu tun. Nein, meine Kleidung hat was damit zu tun, dass ich in 31er Furt fahre und im Umzug. Viele Einwohner haben sich selbst beteiligt und Bilder mitgestaltet. Das war recht schön anzusehen, was da zu sehen war. Alle haben sich viel Mühe gemacht, wie wir im Vorfeld erfahren haben. Die älteste Festbesucherin, 104 Jahre alt. Auch beim Schmücken der Häuser und Vorgärten haben die Einwohner sehr viel Fleiß gezeigt. Puppen und Girlanden in fast allen Vorgärten. Vom 13. bis 21. August wurde in Gonau gefeiert. Das Wochenende mit den größten Höhepunkten ging gestern zu Ende. Diese Woche schauen wir uns zwei Höhepunkte noch etwas genauer an. Den Festumzug und das große Klassentreffen. Nicht ganz so feuchtfröhlich bei den Heimatfesten, aber trotzdem mit jeder Menge Spaß für junge Leute, ging es bei den Jugendfeuerwehrtagen in Grünhainichen zu. Beim Jugendleistungsmarsch waren über 500 Mädchen und Jungen an den Start gegangen. Eigentlich fanden die Jugendfeuerwehrtage bzw. der Jugendmarsch im Regionalbereich Mittleres Erzgebirge immer vor den Sommerferien statt.
Da sich aber keine Feuerwehr gefunden hatte, die diese große Veranstaltung organisieren mochte, ist die Grünhainichener Wehr kurzfristig eingesprungen und hat innerhalb von 3 Monaten diesen Wettbewerb organisiert und durchgeführt. Neben dem Wochenende im Zeltlager unter Gleichgesinnten gilt der Samstag mit dem Kreisleistungsvergleich als Höhepunkt. Rettung, das macht nicht der Wachtturm, das macht der Angriffsturm. Ja, und Sicherung, das macht einer, der noch nicht so lange. Einstellung oder Sicherung? Sicherung, das macht. Das ist so. Knappe Minute noch 5 Sekunden. An verschiedenen Stationen mussten auf der ca. 6 Kilometer langen Strecke feuerwehrtechnische Aufgaben erfüllt werden. Herr Inmann, was ist an Station 1 denn zu bewältigen? Ja, an der Station 1 müssen die Jugendlichen einen Wissenstest absolvieren und verschiedene Fragen der Feuerwehr beantworten. Das gelingt gut? Das gelingt gut. Die meisten schaffen das schneller, als die Zeit vorgibt. Angefangen mit dem Wissenstest bis hin zum Saugleitungkuppeln war alles dabei. Die Vorbereitung habt ihr getroffen? Wir hoffen es, dass es gut genug war. Wie sind die Tage bisher, der Wettkampf? Für uns hat es vorhin gerade erst angefangen. Wir sind Gruppe C und Ansprung 2. Und für uns hat es jetzt Beginn des Abenteuers erst. Dann viel Spaß und viel Erfolg. Danke. Die rund 70 Mannschaften in 3 Altersklassen stammten dabei aus großen Teilen des mittleren Erzgebirges. Allerdings waren dieses Jahr nicht alle Orte am Start, da viele Orts- und Vereinsfeste so manchen Kameraden gebunden hatten. Großer Gewinner war die Jugendfeuerwehr Wernsdorf in den verschiedensten Altersklassen. Hochziehen! Die Wehr ist seit Jahren im Jugendbereich eine feste Bank und steht recht oft ganz vorn. Aber letztlich geht es nicht allein ums Gewinnen. Ganz wichtig ist der Austausch und der Spaß unter den Kindern und Jugendlichen, die in ihren Jugendfeuerwehren von den ehrenamtlichen Jugendwarten gut zusammengeschweißt werden und hoffentlich in der Zukunft den Grundstein für die freiwilligen Feuerwehren im aktiven Bereich bilden. Am Gewinn. Glücklich drüber? Ja. War es denn schwierig? Ja. Ich selber, was er geleistet hat. Wenn du Gedanken hast, die musst du zum Abspeichern. Schön. Na, Fabian, ja. Du hast die meisten grauen Haare gekriegt, aber es wird schon wieder. Danke. Hendrik. Das ist ja so, Wochenende schlaucht schon, aber für die Kinder macht man das gerne. Die Veranstaltung ist so gelaufen, wie es laufen sollte? Die ist eigentlich ganz gut abgelaufen. Ich sag mal, wir hatten uns versucht, so gut wie es geht vorzubereiten. Es hat alles funktioniert. Und dank der vielen Helfer aus meinen Feuerwehren hier in der Gemeinde Grünhainichen, also sprich Burstendorf, Waldkirchen, Grünhainichen selber und den vielen, vielen kleinen sonstigen Helfern, die man so gar nicht sieht im Hintergrund, hat alles funktioniert. Es kam so ein kleiner Wunsch, die Veranstaltung könnte jedes Jahr mal so 10 Kilometer weiter rücken. Gibt es da so Kandidaten schon? Nee, im Moment noch nicht. Das war jetzt bloß mal so in die Runde gesprochen, weil es ist immer relativ schwierig, einen Ausrichter zu finden in den letzten Jahren. Das hängt sicherlich an der Dimension und Größe der Veranstaltung. Und oftmals auch an den logistischen Voraussetzungen, die in der Gemeinde auch schon beherrschen. Man braucht eine Fläche, wo man mal die Zelte aufstellen kann, wo man dann auch die Logistik hat, ich sag mal Strom, Wasser und so weiter. Und da scheitert es natürlich bei manchen einfach an die Voraussetzungen. Aber ich denke, wenn der Wille da ist, findet sich überall mal eine Gelegenheit, auch wieder mal das Event auszurichten. In einem ausführlichen Bericht wird im kommenden MEF-Wochenrückblick auf die einzelnen Stationen noch etwas näher eingegangen. Bis dahin allen Beteiligten und Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch. Man soll sich vielseitig ernähren. Dazu gehört auch der Genuss von Fisch. Doch dabei gibt es einiges zu beachten. Zum Tag der Fische gehen wir darauf etwas näher ein. Sebastian Eberlein hat sich damit beschäftigt. Volle Teller, leere Meere, heute ist der Tag der Fische. Um diese Tiere als solche zu feiern, erlauben wir uns, auf ein globales Problem einzugehen. 29% aller Fischbestände sind weltweit von Überfischung bedroht und 61% sind maximal befischt.
Eine maximale Befischung bedeutet, dass die Fischbestände langfristig gesehen gefährdet sind. Die Fortpflanzung und das Nachwachsen der Bestände ist somit nicht ausreichend gegeben. Bedroht sind aber nicht nur die Fischbestände. 40% des globalen Fangs besteht aus Beifang. Dieser Fakt stellt eine weitere Bedrohung für ein intaktes Ökosystem dar, da unerwünschte Fischarten wie zum Beispiel Haie, Seevögel, Meeresschildkröten, Delfine und Wale in den Netzen verenden. Als Beispiel dient der beliebteste Speisefisch der Deutschen, der Lachs oder besser der Alaska Seelachs. Fast jeder Vierte in Deutschland verzehrt diesen, was 23,3% am Gesamtverzehr ausmacht. Der aus dem Golf von Alaska stammende Fisch wird zum einen im östlichen Teil der Beringsee und im westlichen Teil befischt. Achten Sie darauf, dass dieser vorwiegend aus dem östlichen Teil kommt, da der westliche Bestand stark überfischt wird. Weitere gefährdete Fische sind der europäische Flussaal, die Schillerlocke, der Butt, der Schnapper sowie 25 verschiedene Störarten. Was können Sie nun tun, um mit gutem Gewissen weiterhin Fisch zu konsumieren? Genießen Sie Fisch als nachhaltige Delikatesse. Achten Sie auf das Bio- und Umweltsiegel. Für Fischauszuchten sind dies die Siegel von Bioland und Naturland sowie von ASC bei Verwendung gentechnikfreier Futtermittel. Bei Wildfisch gibt Ihnen das MSC-Siegel einen Hinweis auf nachhaltige Fischerei. Sind diese Kriterien erfüllt, können Sie sich es mit gutem Gewissen schmecken lassen. Also doch, besser mal genauer auf die Verpackung schauen oder in den Fachhandel gehen. Nicht alles, was aus dem Meer oder anderen Gewässern kommt, ist auch gut für alle. Was am vergangenen Wochenende auf unseren Straßen los war, erfahren Sie nun im Blitzreport. Zschopau, bei Überholen kollidiert. Am Freitagmorgen war kurz vor 7 Uhr die 23-jährige Fahrerin eines VW auf der Eisenstraße aus Richtung Waldkirchen in Richtung Gornau unterwegs. Als sie eine Fahrzeugkolonne überholte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW Mitsubishi. Die Mitsubishi-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6.000 Euro. Rübenau, bei Bikertreffen Harley-Davidson gestohlen, Zeugen gesucht. Unbekannte haben ein in der Waldstraße abgestelltes Motorrad Harley-Davidson im Wert von ungefähr 20.000 Euro gestohlen. Das Bike wurde am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr am Sportplatz abgestellt. Am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr ist dann bemerkt worden, dass das Motorrad nicht mehr an seinem Abstellort stand. Die schwarze Harley hat zwei orangefarbene Streifen am Tank sowie dem Heckfender, nur ist zu einem Einsitzer umgebaut. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Hinweise zum unbekannten Täter geben? Wer kann Angaben dazu machen, wo sich das Motorrad derzeit befindet? Zeugen wenden sich bitte unter Telefon 03735 6060 an die Polizei in Marienberg oder jede andere Polizeidienststelle. Zschopau, Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 31-jähriger Kawasaki-Fahrer befuhr am Samstag gegen 17.30 Uhr die Auffahrt Zschopau Nord, um auf die B174 in Richtung Marienberg aufzufahren. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW Renault, einer ebenfalls 31-Jährigen. In der weiteren Folge wurde der Gradfahrer an den Fahrbahnrand geschleudert, sein Motorrad stieß gegen die Leitplanke. Durch den Unfall wurde der 31-Jährige schwer verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Der Schaden am Renault wird mit ca. 5.000 Euro beziffert. Ein Blick in die Blitztipps zeigt, wo Sie etwas langsamer fahren sollten. Morgen werden in Bienenmühle, Holzhau, Burstendorf, Leubsdorf und Schellenberg teure Fotos geschossen. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrag des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas. Wie das Wetter morgen wird, haben wir hier für Sie zusammengestellt. Heute Abend und in der Nacht zeigt sich der Himmel leicht bewölkt, aber im Gegensatz zum Tagesbeginn trocken. Das Regenrisiko liegt bei rund 30%. Die Temperaturen lassen wieder etwas nach und sinken leicht ab. In Olbernhau pegelt sich das Quecksilber bei 13 bis 15 Grad ein,
In Marienberg werden es 12 bis 13 und in Zschopau zeigen die Thermometer höchstens 14 bis 16 Grad. Der Wind weht gering mit um die 7 Kilometer pro Stunde aus Südwesten. Der Dienstag hält für uns einen leicht bewölkten Himmel bereit. Bei bis zu 8 Sonnenstunden sinkt das Risiko für Regen auf 10%. Die Temperaturen sind aber wieder sommerlich. In Pfaffroda werden zwischen 19 und 24 Grad, in Wolkenstein zeigen die Thermometer 18 bis 22 Grad und die Waldkirchner können sich über 20 bis 24 Grad freuen. Der leichte Wind weht mit 5 km/h aus Südwesten. Im weiteren Wochenverlauf kommt der Sommer zurück. Bei leichter Bewölkung zeigt sich die Sonne bis zu 11 Stunden am Mittwoch. Das Quecksilber steigt auf bis zu 27 Grad. Der Wind weht weiterhin aus Südosten. Das ändert sich auch am Donnerstag nicht. Bis zu 14 Sonnenstunden gibt es dann. Es wird ein warmer Sommertag bei Temperaturen zwischen 24 und 29 Grad. Da kommen wir bestimmt mal wieder ins Schwitzen. Liebe Zuschauer, das war Megional am Montag. Es ist schön, dass Sie nach der ganzen Feierei Zeit für uns genommen haben. Mit den aktuellen Nachrichten für unsere Region sind wir wieder morgen für Sie hier zur Stelle. Tschüss, bis dahin.